Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Die Saga um Legra Kestashia konnten wir im letzten Part erfolgreich abschließen. Auch die Schlacht um Cheopedon ist noch erfolgreich verlaufen. Wir konnten sogar Leofrid, der den Angriff angeführt hat, davon überzeugen, dass sein König ihn bereits verraten und nach Rom aufgebrochen ist. Daraufhin sagte er, würde er auch nach Rom aufbrechen. Davor hat er uns aber noch verraten, dass er den Namen von Eivor auf die Liste der Eiferer gesetzt hat und dass Eivor diese Liste möglichst schnell verbrennen sollte, bevor sie von den Eiferern gejagt wird. Und genau diese Liste haben wir am Ende des letzten Parts noch gefunden. Und jetzt werden wir die hoffentlich noch rechtzeitig verbrennen können. Das Mal. Eivor vom Rabenclan, Legra Kestar. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Krieger der Eiferer machen nicht aktiv Jagd auf dich. Sie sind dennoch formidable Gegner. Okay. Eiferer sind mächtige Krieger, die dem Orden der Ältesten dienen. Sie patrouillieren in ganz Englerland. Ja, und die haben wir uns jetzt zum Glück vom Hals geschafft. Puh. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn die Sonne untergegangen wäre. Vielleicht wäre die Quest dann automatisch gescheitert und wir hätten es danach ziemlich schwer in dem Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, ich würde sagen, dann könnten wir ja jetzt Legra Kestash hier endgültig abschließen, indem wir jetzt auch noch das letzte Artefakt aufsuchen. Dann haben wir hier wirklich alles erledigt, was es zu erledigen gilt. Reichtum, Rätsel, Artefakte, bam. Schöne Sache. Damit haben wir zumindest schon mal ein Gebiet abgeschlossen. Ich weiß, es folgen noch zahlreiche andere. Wir sind noch lange nicht fertig. Aber wir haben immerhin schon mal einen Schritt geschafft. Einen ordentlichen Schritt in Richtung der Platin. Und das ist doch auch nicht zu verachten. Ach du liebe Zeit, wie lange werde ich hier jetzt noch in diesem Schneckentempo durch die Gegend reiten? Weil die Städte mich irgendwie nicht schneller reiten lassen wollen. Oho! Was war das denn? Oho! Naja. Ach, Schande. Irgendwo da unten, hä? Huh? Ja, großartig. Gibt es hier irgendwo einen Geheimweg in der Nähe? Irgendwas? Wahrscheinlich hier drin irgendwo, könnte ich mir vorstellen. Gerade noch so innerhalb des Misstrauensgebiets. Könnte hinkommen, oder? Ich bezweifle zwar, dass der Eingang hier oben liegt, aber man weiß ja nie. Okay. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, dann wird es höchstwahrscheinlich doch eher hier drin sein. Hm. Ja, das sieht schon besser aus. So, genau das sollte ich. Und runter da. Okay. Das hier muss der richtige Weg sein. Auf jeden Fall. Nice. Her damit. Römisches Artefakt. Nice. Legra Kestashir abgeschlossen. Oh, da bekommen wir sogar einen wunderschönen goldenen Rahmen um das Gebiet. Guckt euch das mal an. Schick, schick. Guckt mal. Auf diese Art und Weise weiß man, ja, hier habe ich wirklich alles erledigt. Nice. Sehr schön.
Oh, wir hätten theoretisch von der Stufe her jetzt mittlerweile eine gute Chance in Oxena Fortskier. Gab es nicht noch irgendein Gebiet, was Level 60 hatte? Irgendwo hier? Ah, East Engla, 55 sogar. Das wird wahrscheinlich das nächste Gebiet sein. Danach Oxena Fortskier. Ja, und danach die anderen Gebiete so nach und nach. 130. Ja, kriegen wir dann nach und nach hin. Ne? Alles klar, super. Ein Gebiet haben wir im Sack. Okay, ich überlege jetzt wirklich, ob wir nicht nach Granta Brixgier reisen sollten und bei der Gelegenheit eventuell sogar noch mal nach Nordwege zurück. Oh, ich reise dann direkt dorthin. Ups. Ich dachte, ich rufe erstmal die Karte auf. La 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 la. Ich wollte jetzt nicht direkt dorthin zurückreisen, aber die Ladezeit war jetzt schön schnell. Wow. Und da sind wir wieder zurück in unserer Heimat. Guckt euch das mal an. So schnell kann es gehen. Ist aber nur das eine Gebiet hier, oder? Ne, zwei. Oh. Hrdafilki, 280. Boah, nee. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, dann würde ich eher dazu tendieren, oder? Soll ich hier schon anfangen, alles zu erforschen? 280 ist schon heftig. Auch wenn da nur sehr wenig zu tun ist, trotzdem. Das ist schon eine Hausnummer, 280. Würde ich ehrlich gesagt eher ungern machen. Ich kann mir das ja auch genauso gut für später aufheben, Nordwege. Ne? Muss ich ja nicht jetzt machen. Wenn wir nach Engerland zurückkehren, gehe ich stark davon aus, dann landen wir wieder in nicht Cheopedun. Jetzt habe ich die ganze Zeit Cheopedun im Kopf, aber das ist ja nicht der Name unseres Dorfes. Hrefnatorp. So. Dann sind wir bestimmt direkt dort. Ja, die Ladezeiten sind echt voll okay. Wenn man bedenkt, was alles geladen werden muss. Hi! Hi! Spiel? Spiel, er guckt mich mit dem Schwanz wedelnd an. Spiel, sei nicht so grausam. Spiel. Wieso kann ich ihn nicht mehr streicheln? Was soll das? Guckt euch das an. Er will gestreichelt werden. Was ist das jetzt wieder für eine krasse Folterscheiße, die das Spiel mit mir anstellt? Der arme Hund. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum sind hier feindliche Soldaten, aber das sind nur Puppen. Ich wollte schon sagen, was habe ich denn jetzt verpasst? Alter. Okay. Wie viele von diesen Orten, wo ich etwas zur Verzierung hin tun kann, gibt es denn noch? Hier gibt es echt auch noch was. Spielscheibe. Witzig. Hallo, Eva. Hallo. Ich guck mal, ob es hier noch ein paar Orte gibt, wo ich was platzieren kann. Aber vielleicht muss ich sogar die Siedlungen verbessern, damit weitere solcher Orte erscheinen. Ja, wäre auch möglich. Handelsposten. An diesem Handelsposten kannst du Vorräte und einzigartige Gegenstände erwerben. Okay. Das wäre auf jeden Fall auch lohnenswert. Da sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. So, hier kann ich doch bestimmt jetzt auch Eisenerz und Leder holen. Brief von Janlis Familie. Noch nie waren wir so froh, einen Brief von dir zu erhalten. Welch wunderbare Nachrichten. Unsere kleine Knospe ist jenseits des Meeres erblüht und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit du irgendwo lang genug lebtest, dass wir dir Pakete schicken konnten. Ich hoffe, die Gewürze und das Öl bringen dir Freude. Es brach uns das Herz zu hören, was sie dir zu essen geben. Vielleicht werden, wenn du ihnen etwas Gewürz anbietest, ihre Zungen lernen, deinen Namen richtig auszusprechen. Dann musst du es ihnen nicht mehr so leicht machen. Okay.
Du kommst zur rechten Zeit. Ich habe was Neues. Okay. Erzähl mir, was du hier tust. Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern, was bedeutet, dass ich fast alles besorgen kann, worum du mich bittest. Und das alles hier. Nice. Wir haben bisher kaum geredet, Yanli. Und ich weiß nichts über dich. Was hat dich nach Englerland verschlagen? Ich wünschte, ich hätte eine spannendere Geschichte für dich. Ich kam aus dem fernen Djungdjo. Ohne Grund eigentlich. Neugier, denke ich. Das ist keine ausgefallene Geschichte. Eine junge Frau packt das Reisefieber und fährt auf einem Handelsschiff mit. Vermisst du deine Heimat? Ja, oft. Ich habe vor, eines Tages zurückzukehren oder vielleicht Freunde und Familie herzulocken. Aber es besteht keine Eile. Hier bist du jedenfalls immer willkommen. Oh, ich werde bald ein paar Gewürze aus dem Osten für ein Festmahl haben. So sehr ich eure Gastfreundschaft schätze, das Essen... Nun, ihr seid stets bemüht. Hoho, ouch. Er war stets bemüht, ist auch so die kleine Schwester von Scheiße, oder? Oh Mann, ey. Lass mich deine Waren sehen. Was kannst du mir heute anbieten? Na gut. Was solltest du kaufen? Mahlzeiten brauche ich ja nicht, aber Eisenerz und Leder. So, da kann ich ordentlich investieren jetzt. Ich würde sagen, ich kaufe mir mal von beidem mindestens ein 100er Päckchen. Ja, boom. Eine gute Wahl. Danke. So, jawoll. Geil. Es ist wahrlich hochwertig verarbeitet. Minus Gewicht, Widerstand, schwer, Giftschaden, Widerstand, Angriffsschaden von hinten plus. Was dabei? Siedlungsverschönerungen. Jägersgrab, Entwurf für eine Verzierung der Siedlung. Thors Ziege. Jägerbrunnen. Entwurf Kriegsrunenstein. Medfass. Keltischer Grabstein, bemooster Baum, roter Drache. Ich würde sagen, ich nehme mal den Jägerbrunnen und den Kriegsrunenstein. Das sieht aus wie für dich gemacht. Noch etwas? Tattoos. Ah, weiß ich nicht. Für all diese Sachen noch Geld auszugeben, tue ich mich schwer mit. Ist dein Einkauf schon erledigt? Ja. Ich muss gehen. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Okay. So, jetzt habe ich doch bestimmt wieder genug, um was abzugraden. Römisches Artefakt, Entwurf Jägerbrunnen, Entwurf Kriegsrunstein. So, dafür leider nicht, aber dafür oder dafür. Das habe ich ja schon verbessert. Genau, die Waffe. Ich warte darauf, dass ich irgendwann eine richtig geile Axt bekomme. Irgendwas Legendäres oder Mythisches in diesem Falle. Das wäre nice. Okay, reicht leider nur für ein Upgrade. Ist ja okay. Ach ja, da war ja was. Wie viel Leder habe ich jetzt? Wo kann ich überhaupt sehen, wie viel Leder und Eisenerz ich habe? Das müsste doch irgendwo weiter oben sein, oder nicht? Ah, hier vielleicht. Herstellungsmaterialien. Oha, ich habe mega viel Eisenerz, aber ziemlich wenig Leder. Moment. Dann kaufe ich das, was sie da hat, noch auf. Komm. Zeig mir, was du anzug. Davon kann man nicht genug haben. Dann kaufe ich das Leder noch komplett weg, was sie da hat. Ich habe noch mehr. Schau einfach mal wieder vorbei. Und komm, das Eisenerz nehme ich auch noch mit. Warum nicht? Passt schon. Bam. Ist das dann alles? Ja, reicht. Nun muss ich... Beehr mich bald wieder.
Jo. Und ich würde sagen, diesmal investiere ich das ganze Zeug aber wirklich hier rein. Mahlzeitenverbesserung. Ne? Kostet eine Menge, ja. Aber dafür, dass ich eine Mahlzeit mehr bei mir tragen kann, lohnt sich das auch. Bäm. So. Oha, jetzt brauche ich noch irgendetwas Seltenes. Kann ich sehen, was das genau ist? Ich werde es schon mit der Zeit irgendwann herausfinden. Passt schon. Alles klar. Dann erstatten wir mal Bericht. Oh, haben wir einen neuen Brief? Wer Erstatte könnte Rand, wie Bericht? Gutbahn sein? Einer der unseren? Ha? Tegla, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Linkolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Okay, Mann voller Geheimnisse. Finde heraus, wer Gutbahn ist. Die sächsischen Einwohner Grefnatorps wissen Ich vielleicht mehr. erwarte Sigurd und Eivor Plan. Eins nach dem anderen. Aber ja, hier geschieht all das. Mein Vater hat einmal gesagt, eine gute Armee braucht Brot, Wasser und eine genaue Karte. Äxte und Schilde helfen auch, aber ich denke, dein Vater hatte nicht Unrecht. Ja, das war natürlich eine Vereinfachung. Man braucht auch Kleidung und Pausen. Und gute Gesellschaft, natürlich. Nicht sehr griffig, wenn man es so sagt. Nein. Alter, sind die leise. Und das, obwohl ich relativ nah dran stehe. Man möchte meinen, hier im Haus hallt es etwas besser, als es jetzt gerade der Fall war. Auf sein Gesicht treten, wenn er zu Boden fällt, ist auch witzig. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man hier leider nicht in der Lage ist, Skills zu markieren. Das wäre nett. Wenn man eben in der Lage wäre zu sagen, okay, diesen Skill will ich haben und da will ich hinarbeiten, dass man ihn eben markieren kann. Aber so muss man dann eben jedes Mal aufs Neue suchen, wo man als nächstes hin will. Aber ja, Paradeschaden auf jeden Fall. So, dann Betäubung und Fähigkeitenschaden plus. Gut. Hallo. Ah, du hast es hierher geschafft, Sheolbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legrakestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Bündnis geschlossen, Legra Kestashir. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Baumeister. Bekanntheit erhöht. 3. Hefnatorp Weiler. Nice. Neue Gelegenheiten. Jawohl. Uiuiuiui, Alter. Die Tageszeit kann sich gerade nicht entscheiden. Es wird Tag, es wird Nacht, es wird Tag, es wird Nacht. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut.
Freunde, hört mir zu und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Kunasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu... In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Ich behaupte nicht, Sigurd ebenbürtig zu sein. Schweig, Dark. Ja, ehrlich, ey, was soll das denn jetzt? Warum ist er wieder am Rumbitschen? Sigurd würde meine Errungenschaften auf jeden Fall feiern. Ich würde sagen, er würde Eivors Namen genauso an seiner Seite nennen, wie sie es mit seinem tut. Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eivor? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug. Aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Ich mache ja auch etwas dafür. Ist nicht so, als ob ich auf meinem Arsch rumsitzen würde wie du. Was hast du denn in letzter Zeit geleistet, hä? Fangen wir mal damit an. Hä? Miss Diva. Meine Fresse, ey. Ich habe mir meinen Ruhm ehrenhaft verdient. Ehrlich, ey. Du redest Unsinn, lass uns das Fest genießen. Aber, also wirklich... Ne? Wir arbeiten wenigstens. Wir machen was. Was hast du gemacht? Ne? Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, der ihn sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Meine Güte, ey, der Typ kommt gar nicht damit klar, dass Sigurd uns hier das Kommando überlassen hat. Am liebsten möchte er natürlich hier das Sagen haben und das lässt er die ganze Zeit heraushören. Bam. Ha. Wow. Alter, die Kamera ist jetzt richtig ausgerastet. Zack, zack, zack. Zack. So. Ihr Drecksäcke! Wie könnt ihr es wagen, alles zu zerstören, was ich jetzt aufgebaut habe? Verteidige die Siedlung. So, brenne, du Sau! Ich brenne leider auch, aber naja, ich kann es besser aushalten als du, wie es scheint. So. Steh auf. Wir kämpfen weiter. Wo sind noch welche? Da oben? Nee.
war's, oder? Ja. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Freilassen oder töten? Ganz ehrlich, ich bin auf ihrer Seite. Einfach nur, weil ich gegen ihn bin. Ich meine, selbst wenn ich mich für seine Methode entscheide, er wird uns sowieso nicht freundlicher gesonnen sein. Ne? Der Typ ist doch wahrscheinlich wieder von der Sorte, Mensch, scheißegal, was wir machen, selbst wenn wir ihm die ganze Zeit zustimmen würden und alles so machen, wie er es gerne hätte, selbst dann würde er uns nicht mögen und auf den Tod nicht ausstehen und immer gegen uns sein. Ne? Da brauche ich jetzt nicht versuchen, mich bei ihm einzuschleimen. Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Späher hinter ihm her, dann finden wir... Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Dito, Arschloch. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte. Weiß ich nicht, ob sie so leer sind. Der Typ hat ja gerade eben auch gehandelt, anstatt nur zu bellen. Ach, Alter, ey. Dieser Trottel, dadurch, dass er so pissig auf uns ist, erkennt er nicht die Möglichkeiten, die hinter unseren Methoden stecken. Neues Bündnis. Ein neues Territorium ist verfügbar, um ein Bündnis zu schmieden. Ehrlich, ey, Dark. Wir hätten ihn im Nachhinein immer noch töten können, by the way. Ja? Das hätte keinen Auf... haben wir quasi nur aufgeschoben. Aber dann wären wir nachher wenigstens schlauer gewesen. Boah. Naja. Hrefnatorp Rang Weiler. Hrefnatorp wächst schnell. Nun sind wir ein Weiler, geschäftiger als zuvor und ein Anziehungspunkt für alle möglichen Leute. Schau nur, welche neuen Gelegenheiten sich uns bieten. Baue sie auf, sobald du kannst. Hütte der Seherin, Kartenmacher. Valka, die Seherin, hätte gern, dass du ihr, sobald es geht, eine Hütte baust. Ich glaube, sie hat einige Weissagungen mitzuteilen oder vielleicht sogar etwas Größeres. Es klingt aufregend. Sprich mit ihr, wenn du Zeit hast. Außerdem gibt es ein paar weitere Möglichkeiten, unsere Feierlichkeiten zu verbessern. Viehhof, Getreidehof, Geflügelhof. Haus von Alvis und Holmgier. Es geht bergauf. Randvi. Yay. Ach Mensch, neuen Brief lesen. Somas Brief lesen. Oh.
Eivor, heute kamst du mir in den Sinn. Ich dachte daran, wie ich mich fühlte, als ich Garantabrig verlor. Die Wut, die Zweifel. Du halfst mir dabei, meine Stadt zurückzuerobern und noch so viel mehr. Du halfst mir wieder zu erlangen, was ich in mir selbst verloren hatte. Heute sind mein Volk und meine Stadt stärker denn je. Und ich bin wieder ihre stolze Anführerin. Soma. Nice. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, können wir uns auch schon um die nächste Bündnisquest kümmern. Ich würde sagen, East Angler würde dann als nächstes anstehen, da von dort auch der Angriff kam. Und das ist das Gebiet mit der niedrigsten Stufe. Ne, von denen, die ich noch nicht besucht habe. Schön, also dich zu sehen. Jo, ebenso. Theolbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen. Und dich. Ich weiß. Nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Genau, lernen kannst du über Zeit immer noch, ne? Ein bisschen Geduld. So, was machen wir als nächstes? East Angler, würde ich sagen. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Seh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Okay. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, East Angler, empfohlene Stufe 55. Lunden, empfohlene Stärke 90. Oder Oxena Fortskier, empfohlene Stufe 90. Alter, guckt euch mal an, wie klein Lunden ist. Winzig. Dieses kleine Gebiet können wir uns demnächst auch noch holen. Aber jetzt erst einmal würde ich sagen East Angler. Da, wo der Angriff auch herkam. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Angler kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends, der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Angler auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Okay. Ich werde mich East Angler angeloben. Neue Verbündete East Angler. Gut, neue Quest ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Ein guter Plan. Sei unbesorgt, Eivor. Die Siedlung ist in guten Händen. Daran habe ich keine Zweifel. Okay, Königsmacher, stelle den dänischen Statthalter zur Rede. Interagieren. Sehr schön. Warum nicht? Sigurd würde mir ein paar Sekunden auf dem Thron sicher gönnen. Ich will ihm den Thron ja nicht streitig machen. Ich halte ihn nur warm. Hi. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Verstehe. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald dann. Jo. Wow. Ja. Nee, ist doch, okay. Wealth, der Gerber und Petra, die Jägerin, wollen, dass du legendäre Tiere jagst und ihnen deine Jagdschätze im Tausch gegen Belohnungen überlässt. Ah, warum nicht? Die Jagdhütte. Gebäude abgeschlossen, Jagdhütte. Kresnatorp ist damit weiter... Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen.
Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Okay. Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Okay. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor, ich folge dir. Folge Petra. Okay. Die dann Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Du bist zu Alvis. Und alle ich Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Mhm. Oh Mann, als plötzlich zwei Gespräche sich überlappt haben. Autsch. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich folge dir. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang. Ach, nicht schlecht. Riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Wow. Nicht übel. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Okay. Sieh mal, die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Mhm. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Alles klar. Ich sehe schon. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Okay. Also, fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Werch, gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur, diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Wir scheinen ja immer näher zu kommen. Okay. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Okay. Ah, oh. Hilfe! Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Ja, wo sind sie denn? Oh, ich hätte da unten warten sollen, oder was? Egal, jetzt sind sie ja da. Ah!
Ach komm. Mann. Die schönen Axtwürfe. Das war's. Sprich mit dem Bauern. Alles klar? Geschafft. Das sollten alle gewesen sein. Oh, danke. Ich danke euch. Euch beiden. Mhm. Gerne. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Ich... Oh, Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald. Alles klar. Quest abgeschlossen, die Jägerin. Nice. Bis dann, Petra. Zwei Fertigkeitspunkte plus. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall... Ich kenne den Synchronsprecher von dem Bauern. Das ist auch kein Unbekannter. Das ist so merkwürdig. Ich erkenne so viele Synchronsprecher bei, sagen wir mal, Nebencharakteren, die teilweise nicht mal eigene Namen haben wieder. Wo ich mir denke, okay, ich hätte solche Synchronsprecher eigentlich bei größeren Rollen erwartet. Aber gleichzeitig finde ich es auch ganz cool, dass sie auch mal kleinere Rollen sprechen können. Ich meine, das sind ja teilweise Synchronsprecher, die sehr viel beschäftigt sind und ohnehin schon hier und da größere Rollen sprechen müssen. Von daher, dass sie auch mal bei Videospielen kleinere Rollen sprechen dürfen, damit sie sozusagen etwas zur Ruhe kommen, sei ihnen auch mal gegönnt. Ne? Die haben ja ohnehin schon mehr als genug zu tun. Ich freue mich so oder so, jedes Mal ihre Stimmen zu hören. So viel steht fest. Also, ich meine, ich kenne den Synchronsprecher jetzt hauptsächlich als Bastion Misawa aus Yu-Gi-Oh! GX. Das war jetzt so die erste Rolle, das war jetzt so spontan die erste Rolle, die mir von dem Synchronsprecher noch eingefallen ist. Ich müsste nur noch einmal den Namen von dem Synchronsprecher nachgucken. Den habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ich wünschte, ich hätte so ein Gehirn, mit dem ich in der Lage wäre, mir den Namen von jedem Synchronsprecher zu merken. Naja, Hrefnatorp, Nordhochdeutsch, etwa Rabendorf, ist ein aufstrebender, vom Rabenclan errichteter Weiler, von dem aus er die Eroberung Engelalands plant. Hier findest du unter anderem Randvis Bündnistisch, Gunnars Schmiede, Jantis Laden, Ruandas Stall, einen Tätowierer, Karten sowie Möglichkeiten zum Jagen und Angeln oder zum Handel mit exotischen Waren. Nach der Ankunft von Valka können hier auch Eivors Visionen mit Hilfe von Ritualen erforscht werden. Yay! Nice. Noch etwas Neues hier? Ah ja, neuer Gegner-Typ. Huskarl. Erfahrene Söldlinge, die in jeder Kampfsituation erfahren sind. Sie sind beidhändige Meister aller Waffen und erfreuen sich daran, mit jeder einzelnen von ihnen Blut auf dem Schlachtfeld zu versprengen. Wer zögert, verliert, passe dein Vorgehen seiner Waffe an, greife abwechselnd an und pariere. Okay. Skill. So. Wir können uns auf jeden Fall das hier holen. Wir kriegen plus 4 schweren Schaden. Und stampfen. Das müssen wir ja machen, um hier hinzukommen. Bam.
Okay, Stärke 70. Das ist doch schon ordentlich, oder? Wir sind immerhin schon, was die Stärke anbelangt, 15 Stärkepunkte über dem empfohlenen Stärkelevel von East Angla. Das ist doch schon mal was. Und wir können uns wahrscheinlich noch den ein oder anderen Punkt dazu verdienen. Kann ich bitte diese Quest da markieren? Das wäre ganz nett. Danke. So, die würde ich jetzt nämlich gerne verfolgen. Eine weise Freundin begrüßt die Neuankömmlinge am Hafen. Und es gibt noch eine andere Mission, oder? Bei der ich hier in Erfahrung bringen muss. Bei der ich in Erfahrung bringen muss, wo oder um wen es sich genau bei einer bestimmten Person handelt. Den Namen habe ich jetzt auch schon nicht mehr im Kopf. Da müssen wir uns nach einer gewissen Person in Hrefnatorp umhören. So. Und ich glaube, ich habe es mir überlegt, bevor ich nach East Angla aufbreche, würde ich durchaus vorher noch Granta Brixgear auf 100% bringen. Und ich habe es mir überlegt, ich würde dann doch noch einmal nach Nordwege zurückkehren und dort gucken, was ich alles für die 100% schaffe. Ich würde sogar ins 280er Level Gebiet reinschauen, einfach nur gucken. Ich will einfach nur da schauen und gucken, ob ich überhaupt da irgendetwas reißen kann. Wenn nicht, kann ich ja direkt wieder nach Engerland zurückreisen. Ne? Das ist ja jederzeit drin. Ich will einfach versuchen, so viel an Stärke wie möglich mitzunehmen, bevor ich jetzt storymäßig in das nächste Gebiet gehe. Und dann versuche ich, während ich die Story in den jeweiligen Gebieten abschließe, gleichzeitig auch so viel wie möglich von den Nebenaktivitäten mitzunehmen. Ne, dass ich eben gleichermaßen Story wie Nebenmissionen erfülle, nach und nach. Und dann kriegen wir hoffentlich einen relativ stetigen Fortschritt in Richtung 100% hin. Beziehungsweise Platin erstmal, ne? Und die DLCs folgen dann ja auch noch. Wir haben noch einiges in dem Spiel zu tun, so viel steht fest, aber wir können es uns peu à peu aufbrechen und dann nach und nach alles abhaken. Das kriegen wir schon hin. Alles klar, Leute. Dann reise ich wieder hierhin zurück. Und dann werde ich im nächsten Part allerdings als nächstes die weise Freundin begrüßen, die uns scheinbar hier in Hrefnatorp jetzt erwartet, die hier frisch angekommen ist. Das alles, wie gesagt, machen wir dann im nächsten Part. So. Klar, ich weiß, dass ich noch eine verdammte Menge vor mir habe für die 100% bzw. Platin, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt zumindest ein Gebiet auf 100% abgeschlossen habe, steigert meine Motivation schon mal ordentlich. Ne? Das erste Gebiet, ne, wie sagt man so schön, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Irgendwie so. Und das hier ist mein erster Schritt sozusagen gewesen. Legra Kestashir auf 100% zu bringen. Schöne Sache. Als nächstes ist Granta Brixgear an der Reihe. Gut, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.